Dackel. Hey, Dackel. Dackel. Dackel! Wertes Volk und werter Pöbel. Herzlich willkommen zum mittelalterlichen Ladensimulator. Ja, legen wir los. Mein Gott, was eine Schönheit. Ah, super. Vielleicht noch geschwind hier die Kleidung der Ding anpassen. Ah, hervorragend. Haarfarbe könnte man noch anpassen. Aha. Obwohl. Perfekt. Natürlich möchte ich die Farbe meines Buches auch. Ah, perfekt. Wählen. Ah. Ignaz. Von Sack. Eine kurze Beschreibung des Ignaz von Sack. Laden, Besitzer, Bücherverkäufer und hier haben wir noch einen Huhn. Hennenliebhaber. So, next. Ah, das können wir auch noch bestimmen. Der beste Freund des Menschen, der sogenannte Hase. Na gut, bleiben natürlich beim Huhn, ist klar. Mich dünkt, das wird ein prächtig Huhn. Name? Dackel. Lasst uns beginnen. Oh, da guck mal einer schau. Was für eine wunderschöne Butze das doch ist, oder? Inventar, sehr schön. Wir haben bereits Waren in unserem Lagerhaus. 106 Stück. Ich nehme an, den Schlüssel brauchen wir, um rauszukommen. Zickzack, aufgeschlossen. Wunderbar, das Volk ist schon da, um meine Waren zu kaufen. Guten Tag, die Damen. Guten Tag, die Herren. Sie sehen so zweidimensional aus. Bleiben Sie mal stehen. Hey, warte mal. Ist das etwa deine Schokoladenseite? Mein Gott, Walter, das ist also unser Haus. Und da ist Dackel. Schön. Ich muss erstmal ein bisschen Unkraut jäten. Ja, versteht mich da nicht falsch. Ich mag Unkraut, ganz klar. Aber nicht hier auf dem Boden, ne? Sondern schön in meinem Shop hier. Leute, kauft mal den Scheiß, habe ich gerade gepflückt. Bitte schön. Dackel, heb mal den Kram auf, bitte. Dackel. Hey, Dackel. Dackel. Dackel! So weit, so gut. Ich muss erstmal hier meinen Schotter aufräumen und ein bisschen was einsammeln, ne? Dann ein guter Geschäftsmann, das ist übrigens die erste Lektion, die er lernt, verkauft auch den Scheiß, der auf seinem Grundstück ist. Ja, man muss aus allem Geld machen. Wie sieht's denn aus? Stöcke, verkaufen wir. Zu wie viel? Ah, hier kann man direkt einen Preis eingeben. Was sind die denn für mich hier wert im Einkauf? 4 Schilling! Da will ich schon mal das Doppelte dran verdienen. 8, mein Sohn. Mich dünkt, meine mathematischen Kenntnisse sind natürlich on point. Willst du eine grüne Kiste oder was? Doch zuerst muss ich etwas bauen. Workkit Base. 3 Loks und ein Stein. Warehouse, wie sieht's aus? Ich hab's vergessen. Was brauche ich? So. Lasst uns craften. Schneller Propeller. Hier. Workkit Base. The base item to craft all types of workkits. Ein Ofen soll es als nächster sein. Her damit. Noch 2 Kühlchen habe ich am Start. Da wird natürlich hart gearbeitet hier bei mir im Laden. Klar, eure Hochwohlgeborenheit möchte es ja auch so haben. Denn wir arbeiten ja nicht nur fürs Volk, sondern vor allem für den König. Ja, so. Fertig. Dann bauen wir den Ofen mal auf. Bumm. Sehr schön. Jetzt können wir auch Dinge einschmelzen. Hervorragend. Hervorragend. Was ist das? Kacke. Ja, da guckt doch mal einer schau. Es gibt einen kostenlosen Laden. Es ist doch gar der bei mir steht. Ist eingekauft. Kostet auch nur 0 Schilling. Ist auch gerade noch so in meinem Budget drin. Komm, yes. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Der Name ist natürlich Quatsch. Ignaz Wartz. Und mehr. Level 0, das wird sich zeigen, was wir hier für ein Level erreichen können, ne? Aha. Ein Baden können wir uns kaufen. Mensch, dass das Volk Bescheid weiß, wo es hier die besten Gräser in der Stadt gibt. Mhm. Aber ich will vor allem Angestellte, ja? Ich will das nicht alles selbst machen. Dackel, mach doch mal was. Ist der Laden jetzt schon, Hallo? Ah, schaut euch meine Waren an. Durchsichtige Pluszeichen gibt's. Was hast du eigentlich? Flaschen. Ah. Guck mal da, was der verkauft. Ist das so? Wir haben einen Kunden, junger Mann. Was darf es sein? 3 Stöcke für 0. Tschüss. Die Sticks haben wir noch gar nicht festgelegt. Der junge Mann war gar nicht so verrückt, wie er aussah. Schlüssel verkaufe ich für... Nee, den brauche ich ja noch. Das ist mein Hausschlüssel. Warte mal. 128. Wir sind reich direkt, wenn wir so... Wir haben gar keins, aber trotzdem, wenn wir sowas hätten und das verkaufen würden. Reichtum. So, ah, junge Dame. Ich meine... Was darf sein, der Herr? So Loks für... Mach ich dir easy hin. Ich habe nur 1 dabei. Wie viel will er haben? 4. Fuck. Moment. Schlüssel. Geh mal ins Warenhaus. Ich brauche dich nicht. Ich mache mal alles ins Warenhaus. Die ganzen Dreckwürmer, der ganze Schotter... Brauche ich da nicht. Steine, als wenn jemand Steine kaufen wird. Wofür? Und zwar brauchen wir Locke. Wie viel brauchen wir da von der Löckchen da? Ich nehme jetzt einfach mal 5 mit. Ich glaube, der will nicht so viel, ne? Monsieur! Ich habe ihre Locken dabei. Hier, guck mal. Muss ich jetzt zuschmeißen oder was? Ich muss ihm ins Gesicht schmeißen, alles klar. Da ist er! Der war aber ganz schön noch recht fröhlich für den Preis. Möglicherweise kann man an den Locken noch etwas verändern. Das war noch in Ordnung für ihn. 16. Bumm! Ah, Gandalf. 4 Loks, 64. Können wir machen. Oh, er ist schon mal nicht so. Er ist gegangen. Gandalf! Penner, willst du vielleicht was kaufen? Ne, geh bloß weg. Er hat doch kein Geld. 16 war irgendwie ein bisschen viel. Aber was ist, wenn wir...
12 machen. So, will jemand vielleicht für... Ah, alte Frau, was wollen Sie... Hat die verkauft. Was willst du? Ich will deinen Scheiß nicht. Zieh ab. Ich verkaufe gerade auf mein Geschäft zu... Husch, husch! Da verdirbt die mehrfach das Geschäft mit ihrem ranzigen Hintern. Ab dafür. Leute, ich habe ganz frisch im Angebot. Ein Dackel. Nur 1000... Ah, hallo. Sticks, 19! Accepte ich mal. Oh. Zu viel? Ich glaube, es geht los. Ja, dann machen wir halt 5. Machen wir halt 5. 5 Schilling, der Herr, für Sticks, ist in Ordnung. Da freut er sich. Aber ich habe gerade keine Sticks dabei. Warte mal. 5 Sticks sind eingepackt. So, Monsieur. Hier, gönnen Sie sich mal den Schotter. Ich dachte, der wollte 5. Gut. Guck mal, das könnte doch vielleicht eine Freundin für meinen Dackel werden, oder? Der Herr, was kostet das Huhn? Schwerter. Hm. Ah, Kundschaft. Kundschaft. Guten Tag. Sie sind aber ganz schön dunkel angezogen. Ah, wahrscheinlich ein Zauberer. Er möchte 2. Kann ich dir mal... Er ist noch ziemlich zufrieden mit dem Preis. Warte mal, hier, nimm schon mal einen. Ich hol den anderen. Ich muss irgendwie draußen Zeug lagern. Ich muss eine Truhe für draußen holen. Aber jetzt ab, mein Freund. Gute Laune bei dem Preis? Nee. 5,5. Kommt dran, habt ihr noch Schilling abzugeben vielleicht? Du. Oh, ich kann Fisch... Habt ihr hier Viecher oder was? Leute, was ihr hier alles habt? Ach Gott, der angelt. Was ist so? Ich kann dem Zeug... Willst du vielleicht 2 Dreckwürmer? Hab ich dabei, nämlich bringe ich dir mit. Wie lange dauert das? Oh, das. Ah, da, guck mal. 2 verschissene Würmer willst du haben? Bring ich dir. Oh, wir haben noch einen neuen Kunden. Ein Kind. Kleiner Mann, was möchtest du? Pass auf, ich glaube, der Penner hat dir gerade Geld geklaut, ne? Der war direkt hinter dir. Machen wir. Freust du dich? Ja, Steine. Steine habe ich doch immer noch irgendwo rumfliegen. Guck mal da. Ich bin gleich da, gell? Ich muss gerade noch die Qualitätsware rausholen. So. Da bin ich wieder. Ich war kurz unten im Goldlager bei meinen Goldsteinen. Er ist doch noch sehr zufrieden mit dem Preis. Ich weiß nicht, ob das angehen kann, dass die Leute irgendwie sich freuen, wenn sie mehr einkaufen. Hallo. Ich habe eigentlich gerade keine Zeit. Sticks. Habe ich zum Glück genug dabei. Gerade mal Glück gehabt. Pisser. Hey, weg geht's hier. Ich muss mich gerade wirklich um andere Sachen kümmern. Oh, wir können unser Haus... was? Wir brauchen mehr Geld. Willst du... Ah, das ist doch wieder so eine Held. Weg. Wir können 34 Sekunden warten. Ist es jetzt besser geworden? Sieht es jetzt besser aus? Nee. Was ist das? Ich habe ein Rezept bekommen. So, jetzt aber weg. Rezept. Guck mal da. Learn. Was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt irgendwas kochen oder was? Gebackene Katze. Was ist los? Steine. Oh, er ist immer noch zufrieden mit dem Preis. Gut, warte, ich hol gerade noch die Ware aus dem Ding. Wir brauchen ganz dringend hier draußen eine Kiste. Es kann echt nicht angehen, dass ich alter Mann da hin und her laufen muss. Was kostet so eine Scheißkiste? Tiny Chest. Tiny. Noch jemand. Locks. Locke. Für 60. Mach ich dir. Oh, da kommt ein Krieger. Oh, verbeugt euch. Verbeugt euch vor dem Krieger. Der hat gerade Pilze gekauft, okay. Für so ein kleines Pilzrahmensüppchen. Locke, wo sind sie? Hier, nimm dir mal deinen Schotter und zieh ab jetzt. Ich musste mich echt in mein... Ist aber langsam gut hier. Sticks. Habe ich keine mehr. Verpiss dich. Tschüss. Wir bewahren unsere Locken lieber hier. Ah, fuck. Bewahre ich hier auch noch ein paar... Hä? Hallo, kann ich es nicht da einmal? Hallo? Hallo? Kann ich die vielleicht genauso da... Kann ich scheinbar nicht. Falls jemand noch Steine möchte, die liegen in der Auslage. Hallo? Kann ich hier vielleicht... Ah ja, da unten kommen die Steine hin. Gut. Gut, kann man da scheinbar nicht hinmachen. Kann ich Scheiße dahin machen? Nee. Warum verkauft ihr eigentlich direkt bei mir? Könnt ihr euch nicht mehr verziehen und woanders hingehen? Das hier ist meine Stadt. Okay, Peter, zieh ab. Und du sowieso. Nur weil du Waffen verkaufst, habe ich keine Angst vor dir. Guck mal, was das für eine verschissene Mistgabel. Die ist doch komplett schräg. Was verkaufst du? Kümmere dich mal um deine Ware. Komm mal zu mir. Feinstes Holz. Für den besten Preis, meine Herren. Und Damen, ja? Dackel, jetzt macht aber was!